Chip hat wieder einen Error. Wir haben alle Teile für den Laserpointer. Wir können endlich diesen Scheißkern zu verfickten Preis schießen. Das letzte Teil des Laserpointers wurde installiert und eine neue Nachricht von Professorin Y wurde entschlüsselt. Und ich habe auch geholfen beim letzten Boss oder General oder... Der Laserpointer hat aber nur einen... Gehen wir es an! Der Laserpointer hat nur einen Schuss. Sauber. Jetzt kannst du deinen alten Scheiß in Rente schicken. Jetzt kannst du deinen alten Scheiß in Rente schicken. Ah. Ist schon cool. So, World 6. Das klingt mega nach einer Falle. Egal, let's go. Er ist ein guter Junge. Professorin, es tut mir leid, aber wir können diese Katze einfach nicht genehmigen. Sie ist viel zu gefährlich für Kinder. Aber der Hase ist perfekt. Darauf sollten Sie stolz sein. Ich kann den Hasen mitnehmen und sofort mit der Massenproduktion beginnen. Sie können nach Hause gehen. Ich schicke jemanden, der die Katze zur Auswischung abholt. Nein, ich bringe ihn dorthin. Ich habe ihn erschaffen. Es ist richtig, wenn ich das tue. Oh nein. Hör zu. Ich nehme dich mit, okay? Du wirst diesen Ort für immer verlassen. Und dir wird es gut gehen. Vertrau mir nur. Du musst jetzt bloß still sein. Der arme Gory wurde getrennt von seiner Freundin, dem Hasen. Aber vielleicht sehen wir das Häschen auch nochmal. Die Stimmung hier unten ist so unheimlich. Ja, wir nähern uns dem großen Höhepunkt. Buchstäblich Dreck und Schotter auf dem Boden, Dory. Dreck und Schotter. Oh, ich liebe es, die zu sammeln. Hier, Kitty, 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 Kitty. Wie man diesen Dreck aber auch unterm Hoverboard hört, ne? Das ist schon cool. What the fuck? Gory, wir müssen reingehen. Sonst war Chips wertvolle Arbeit für die Katz. Okay, I guess. Bleib bloß, wo du bist.
Nein. Ich glaube nicht, dass wir in seinem Bauch bleiben. Oder was sagt ihr, Chat? Ich glaube eher, der Chat hat Framerate-Einbrüche sondergleichen, beziehungsweise Bitrates, die sich verabschieden. Oh, Nase juckt. So, die Viecher sind mittlerweile auch nur One-Cycle. Ah, ich dachte gerade so, was macht denn da Randale? Es war ein Popcorn. Ciao. Nö, nö. Du gehst fliegen. Hui, bumm. Was ein Unfugrätsel. Noch einer von diesen Knöpfen. Hau drauf. Das sieht nicht so aus, als sollte man da einfach drauf drücken. Siehst du? Sag ich doch. Ja, denn. Okay, das schaffen wir. Es muss den Weg nach oben geben. Ach nö. Alter, das Spiel ist so krank.
Alleine diese Musik. Ich hasse ja eh Clowns und alles. Und dann hat man dann hier so ein... Oh. Der Karnevalsfreak. Natürlich muss es sein. Kindheitsängste für alle. Tritt mir dem Typen in den Arsch. Dieser Mundgeruch ist schlimmer als Surströmming. Du bist eklig, Dory. Das Zeug wurde niemals von der Gesundheitsbehörde genehmigt. Kategorie gefährliche Substanzen. Ja, es kann wirklich nicht genehmigt geworden sein. Also echt nicht. Nimm ihn auseinander. Ab mit dem Kopf. Wir haben dem Bären wohl gerade einen Gefallen getan. Wir kommen diesen Typen arbeiten zu müssen. Scheiße, noch mehr Schleim zum Ersaufen. Steig auf diese Plattform. Fahren wir mit diesem Schleim nach oben. Da kommt doch Freude auf. Nö. Wir diesen Bären für 15 Sekunden lang festhalten, um ihn mit einem Laserpointerschuss zu treffen. Vielleicht sollten wir ihnen eine lustige Geschichte erzählen. Ach, da ist der. Ich dachte gerade so, hä, wo soll denn der sein? Aber das Spiel fängt jetzt an, mehr zu ruckeln. Gory's Live Show, okay. Pfeift euch das mal rein, was hier abgeht.
Och nö, muss ich. Hier muss ich jetzt besiegen, oder was? Nee. Ja, hier muss ich wohl Rambazamba machen. Weg damit. Ei. Das stelle ich mir manchmal die Frage, so. Warum? Ach nö. So, weg mit dem Marienkäfer. Rätsel die, schnetzel die.
Okay. So weit, so gut. Schnurrtastisch. Warte, was? Dieser verdammte Clown. Ah ja, komm, Pinball. Pinball Clown mich. Eventuell schon, dass ich Invincibility Frames liebe. So, ab mit den Köpfchen. Ist immer so, wenn meine Tochter das sehen würde, die wird erstmal denken so, Papa, warum tust du den Einhörnern weh? Versuche das mal zu erklären. Versuchen auf Vierjährigen sowas mal zu erklären, obwohl er es... Das ist ja wieder so, so ein Spiel, da kannst du dir nicht zeigen. Sie war ja schon am Fragen, warum sie mir beim Arbeiten nicht zugucken darf. Da habe ich gesagt, weil das Spiele sind, die du nicht gucken darfst. Da war sie ganz traurig. Noch mal so ein Ding, aber den muss ich erstmal frei bekommen. So. Das Gute an dem Ganzen hier ist ja, wir haben ja jetzt das extra Leben freigeschaltet, ne? Chip wird schon treffen. Chip ist ein guter.
Komm, flieg in die Luft. So. Ich höre keinen hier, Kiri, 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 Kiri. Wir sind gefangen! Komm, let's go. Heilige Gory, er hat keinen Witz gemacht. Wir werden alle sterben. Durch Mord. Check, wie zum Teufel kommen wir hier raus? Diese Riegel sind schnittfest. Ich weiß. Gib mir nur ein paar Minuten. Goldfisch wird hinter dir. Oh, beeil dich, Goldfisch. Hier unten ist beschissen brenzlig. Ach du Kacke. Oh, nö. Ja, da oben ist der letzte Schlüssel, ne? Ernsthaft? Und jetzt kommen ja auch noch die... Goldfisch! Hier unten wird's nicht besser! Nur ein paar Minuten. Goldfisch wird euch gerecht. Unser Leben liegt in den Händen eines Fisches, der glaubt, ein Mensch zu sein. Ja, ist doch auch mal was, oder? Ich würde behaupten, wenn Goldfin jetzt nicht hier anfängt, mal langsam uns zu saven, sind wir gleich tot. Armer Helmut. So. Ist man eigentlich jetzt hier wieder lang? Oder wie? Oder was? Oder wo? Oder Mexiko? So, ne, hier. Dann gucken wir mal, wo wir da lang kommen. Wir sind nicht so weit gekommen, um in ein widerliches Loch zu fallen. Nicht okay, Kumpel. So. Das riecht nach Kampf.
Let's fight. So, alle ein bisschen geschnetzelt werden. Sackmack-Crack. Also ich muss sagen, bisher sind keine Bugs mehr aufgetreten. So, weg damit. Dich nehme ich auch auseinander. Als gäbe es keinen Morgen. Diese Chrono-Ponys, die gehen mir ganz gewaltig auf den Zeiger. Go, go, Gory! Kamel, was geht? What's up, brother from another mother? Hell no. In your face, suckers. Three, two, one, let it rip. Rip and tear. Easy peasy.
Okay, wo ist Teddy? Ich sehe, du willst eine direkte Ermordung. Das Glück, denn wir meinen... Hallo, darf ich nur mal sagen? Das war unhöflich von Franz, sich über deinen Namen lustig zu machen. Wer bist du, Witzer? Oh, ich bin der erlauchte Herr Gold. Schnauze, Goldfisch! Zeit, das zu beenden. Okay. Help! So. Batz. Kopf ab. Okay, könnte ein Two-Cycle werden. Bin mir nicht sicher. Oh, sorry. Bereit, Chef!
Uff. So. Ab mit dem Kopf. Sein Ernst? Der war doch noch nicht mal... Egal, wir haben das extra Leben. Nein! Nein! Falsche Taste! Falsche Taste! Falsche Taste gedrückt! Fuck! In die Fresse. Alter, what the fuck geht jetzt hier wieder? So, und wir mitten in die Fresse rein. Oh, 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 oh. Oh, dieses scheiß Schleimhorn, ne? Yeah.
bereit, Chef! What the fuck? Come on. Let's get ridiculous. Kill it! Jetzt nur nicht den Kopf verlieren! Oh, hast du schon, du verfickter. Oh, scheiße! Warten wir! 15 Sekunden! Nein, nein, ich darf sie nicht erzeugen! Muss ihr Glory bringen! Das Einzige, was sie besänftigen können. Was zum Geier? What the fuck? Okidoki. Das ist mal krass. Okay, gehen wir mal ein bisschen shoppen. Sollten wir mehr als genug Geld haben. Schön, dich wiederzusehen. Wie kann ich behilflich sein? 47.000, Alter.
Let's go. Glücklich und effektiv. Black Wolf, Servus aus dem Lurk. Und in den Lurk. So, der Bash. Das tut bestimmt weh. Den Bash. Ah, verdammt, wir hätten den Health raufsetzen können. Das wird sich jetzt haben wir mehr Fuel. Let's go. Ich hoffe, dich bald wieder zu sehen. Okay, wir hatten jetzt noch einen neuen Raum freigeschaltet. Was zum Geier? Was passiert mit Gory? Okay, World Map ist jetzt alles andere verschwunden. Okay, das ist eine Ansage. Nur noch ein paar Tage. Wenn du genehmigt wurdest, kannst du mit nach Hause kommen. Ich lasse nicht zu, dass dir jemand wehtut. Und? Erinnerst du dich jetzt an mich? Sie hat mich nie geliebt, oder? Aber das wusstest du. Nicht wahr? What the fuck? Hat sie mich verraten, was sie getan hat. Sie ist der Grund, warum ich so geworden bin. Und sie wird der Grund sein, warum du auch so wirst. What the hell? Okay, das ist total abgefuckt. Hä, wie soll ich denn da hochkommen?
Oh nö, oder? Und das mit dieser Steuerung. Das ist doch dazu da, dass man getiltet wird. Wir müssen echt den ganzen verkackten Weg hier so lang. What the F? Eine Garnrolle zur Fixierung flüchtiger Erinnerungen. Spul sie auf, um das Verborgene zu offenbaren. Poetisch. Dann schauen wir mal, was hier verborgen ist. Aber pass auf. Manche Erinnerungen neigen dazu, sich zu verlieren. So, das sollte genügend sein. Ah! Verdammte Axt. Aua. Autschens. Das kann's nicht sein, ne? So. Rein da. Vorsicht, Gory. Die Welt sieht zu.
zeig ihnen, wer du bist. Was verbirgt sich hinter Auge Nummer 1? Uff. Ah ja. Wen könnte das sein? Es ist dein Verstand, also bis So. Jetzt müssen wir hier mal ein bisschen Leben reinholen. Weil ansonsten sehen wir ziemlich alt aus. Geschnetzel und Gemetzel, Leute. Wir machen es wie Schnappi. Schnapp ist sie rüber ab. Scheiß Albträume. So. Alter Vater! Ansonsten für alle, denen das Spiel gefällt. Die physische Variante kommt im Oktober raus. Oh Gott. Ach verdammt. Die physische Variante kommt im Oktober raus und ihr könnt es aber als Digitalvariante jetzt schon für 19,99 Euro euch erwerben. Auf den Microsoft-Plattformen, auf Steam, auf PlayStation 4, 5 und auf Nintendo Switch. So. Und ich finde 1999 ist vollkommen okay für den Spaß, den man hier mit dem Game hat.
Klar, es sind immer noch ein paar Bugs drin gewesen oder sind noch drin, die ausgemerzt werden. Aber ey, man muss bedenken, das Spiel wurde von 4 Entwicklern gemacht. Ich glaube, es waren 4. Und ganz ehrlich, mit 4 Mann sowas grafisch hinzubekommen und auch Storytelling her. Also, Hut ab. Und da dürfen dann auch noch mal der ein oder andere Bug drin sein. Wie ich finde. Don't find the change. Fight the change, okay. So. Wunderbar. Also wie gesagt, meine Unterstützung haben die Entwickler. Auch was das Reporten der Bugs betrifft, in Form von Gameplay-Videos und. Und das Gute ist, man bedankt sich ja auch dafür. Wo ich dann sage, so, andere würden sagen, so, ja, das gehört dazu. Das habe ich auch schon gehabt. Und die Demons, die sind da eher so, hey du, alles klar, ich gebe es mal weiter. Wir werden es beheben. Also es ist halt nicht so, dass sie sagen so, ha komm, hat doch nur 19,99 gekostet. Sondern die sagen so, nee, pass auf, wir kümmern uns direkt drum. Ende aus. Lass mich lieber runterfallen. Oh, ernsthaft? Den ganzen Sick jetzt wieder hochklemmen? Bitte lass mich den Fight aber jetzt nicht nochmal machen müssen. Ah, Gott sei Dank nicht. Aber wie gesagt, das sind halt so Sachen, wo ich sage, es gibt solche Indie-Entwickler und es gibt auch solche Indie-Entwickler, ne? Und die Demons, die sind halt, die kümmern sich auch drum. Auch wenn man Fragen hat oder sonstiges, beziehungsweise auch Wired Games, die sind da wirklich, dass sie dir direkt sagen, okay, das kommt dann und dann oder das und das ist jetzt noch geplant an Spielen, die rauskommen. So, also von daher super Support in jeglicher Hinsicht. Also da muss ich sagen, bei denen bin ich wirklich, wirklich, wirklich gut aufgehoben.
Ich meine, gut, das hier ist jetzt Sponsored Content. Ich kann aber trotzdem meine freie Meinung sagen dazu. Gott. Na, also von daher. Alles Tutti Belludi. Ist eigentlich die Werbeeinblendung. Die Werbeeinblendung, die wird hier nicht eingeblendet. Wofür? Sorry. Beim Streamen bist du nicht dazu verpflichtet, eine Werbeeinblendung rauszuhauen. Außerdem ist das ja nicht von denen selber gesponsert, sondern von meinem Bruder. Ah. Das ist ein Spiel, was mein Bruder cool fand und gesagt hat, du, stream das bitte. Deswegen... Naja, also kein Sponsor. Doch. Aber nicht vom vom Entwickler. Es ist ja egal, in welcher Form ein Spiel gesponsert wurde. Ob es jetzt vom Entwickler gesponsert ist oder ob es halt von jemandem aus der Community gesponsert wurde. Lese es gleich. Naja, Unterschiede ist das schon, aber okay. Also wenn du sagst, Sponsored Content, dann ja. Aber so eher weniger. Ich werde ja nicht von einem Entwickler bezahlt dafür. Aber trotzdem ist es ein... Also das hier ist jetzt gesponsorter Content. Quasi. Ach, verdammt. Mach dich ab. Alles klar, bis später. Wer weiß, dass als nächstes kommt.
so ein Kack. Hat sich das Spiel schon wieder abgeschmiert. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Wenn du an manchen Stellen stirbst, musst du vom Checkpoint wieder. Wie cool ist das denn jetzt gewesen? Alter Falter. Das war aber jetzt knapp. Es breitet sich schneller aus als gedacht. Du solltest dich beeilen, Gory. So, let's go, dann gucken wir mal weiter. Diesen Raum kennst du, aber es fehlt etwas. Du wünschst dir, deine Freunde wären hier. Ich frage mich, was heute im Fernsehen läuft und deine du betrachtest Goldfin als deinen Freund. Interessant. Du scheinst es in jeder beliebigen Reihenfolge angehen zu können.
wäre nicht gedacht, Gory. Das könnte die kommenden ab. What the hell? Hauptsache, guck mal, das läuft ja schon, obwohl... Obwohl da noch gar nichts war. Ab mit den Köpfen. Da können wir hier ein bisschen Rambazamba machen. Was muss ich hier machen? Ei. Das verstehe ich nicht. Black Wolf, danke für den Raid und Mahlzeit, liebe Raider. Wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's doch ganz gut. Wir spielen heute Gory Cuddly Crunch. Das ist hier quasi, glaube ich, das Finale jetzt. Und das Spiel gibt es überall zu kaufen. Auf Steam, PlayStation Network, Xbox Network, wie das heißt bei Microsoft. Und sogar auf der Switch. Und ihr werdet schnell sehen, es ist ein übelst kranker Gewaltgrad in diesem Spiel vorhanden. Aber dieser Gewaltgrad, der macht gerade so viel Spaß.
und wir helfen den Devs quasi ein bisschen beim Bugfixing, denn das Spiel hat immer noch ein paar drin, was aber auch nicht falsch ist, denn dieses Spiel wurde von nur 4 Devs entwickelt. Und ich finde, da darf ein oder anderer Fehler noch drin sein. So. Okay, das scheint aber jetzt da fertig zu sein. Und euer ständiger Begleiter ist hier das Hoverboard Frank. Das Wasser ist nicht echt. Du brauchst keine Angst zu haben. Ertrinken ist aber echt. Du kannst definitiv ertrinken. So. Und Frank hilft euch hier so ein bisschen mit durch allem durchzukommen. So. Und hier verließen die schon die Geister, ne? Weil die sind nervig. Okay, man muss halt auch die Kronos wegklatschen. Und man hat so eine extra Kill-Animation. So. Jetzt sollen wir hier wieder alles aufhalten. So, natürlich ist dieses Spiel das Richtige für mich, weil ich hasse Einhörner. Und was gibt es Besseres für den Nero, wenn er Einhörner abschlachten kann? Ja klar, an Karneval verkleide ich mich als Einhorn, aber auch nur um dieses Lächerliche zu feiern, was ich halt hasse, ne? So, das können wir auch noch hinkriegen. So, zack. Scheiß Chrono-Einhörner. Die sorgen dafür, dass ihr hier die Mobs nicht wegknallen könnt. Deswegen müsst ihr auch immer gucken. Wo gerade die Chrono-Horns sind. Und ja, ihr habt auch eine Aim-Funktion. Bitte für den Raid. Ey, das ist total genial von dir. Danke, Mann. Das hilft mir sehr.
würde meine Gefühle verletzen, wenn ich welche hätte. Okay, schalten wir mal um. Okay, Chip. Irgendwo hier ist doch... Ich wollte gerade sagen, ich höre den Schlüssel. Ich höre den Schlüssel. Allein dieser Ladeübergang ist ja total geil gemacht schon. Okay. Das war die Geschichte. Lass vielleicht nicht zu, dass sie mich in Empfindung kommen. Der Tote ist gleichbedeutend mit. Du solltest dich lieber beeilen. Wir müssen Chip wieder beschützen. So, come on. Diese scheiß Chrono-Einhörner. Ist das ein Ätzfest, Alter. So, komm. Drei nur noch. Ab mit dem Kopf. Weg.
Das mürrischste Gehirn einer Heldentruppe frei. Aber ihr könnt ja gerne mal in den Chat reinschreiben, wie ihr das Spiel bisher also wie ihr das findet. Wäre mal nett zu wissen. Junge, was zum Geier? Alter, du kommst ja hier gar nicht durch. Ein Kackviecher. So, let's go. Ich find's cool, zumal es den Streamer nur zum Ragen bringt. Ja, das ist mir klar. Ist ja auch okay, ihr sollt ja auch euren Spaß haben, wenn ich hier so Ausraster habe, ne? Also, das freut ja auch die Entwickler dann. Da hatten wir ja auch schon eine Unterhaltung drüber. Oh Gott. Aber ehrlich gesagt bin ich froh, nicht allzu viel mitbekommen zu haben, da ich es mir denke, auch holen werde und somit nicht zu viel von der Story gespoilert wurde. Ja. Also es ist ein geiles Game. Jetzt rein oder muss ich wieder zurück? Ich muss wahrscheinlich wieder hier hin zurück, ne? Finden wir dieses Monster und zerstückeln wir es. Das nenne ich Fingerspitzengefühl.
So, ist halt Devil May Cry mit Katze und Kuscheltieren. Ja. Ja, das beschreibt es ganz gut. Wahrscheinlich da hinten hin. Achso, da oben hin müssen wir. Okay, alles klar. So, dann gucken wir mal. Jetzt geht's, Gory. Das ist deine einzige Chance, hier rauszukommen. Kicken wir ein paar Viel Glück. Ich schaue von hier drüben zu. Okay. Haben wir jetzt hier wieder so Mini-Run-Passagen, ja? So, komm. Nicht cool sowas. Aber zumindest muss man es nicht nochmal machen. Ach verdammt, ich dachte man könnte da easy peasy lemon squeezy backtracken. Aber gut, das sind so Sachen, die kriegt man erst
raus, wenn man es selber probiert hat. Willst du mich verarschen? So, den muss er einfach nur putz und weg. Verstehe. Hä, wieso ist denn der jetzt wieder voll geheilt? Das ist doch nervig. Wieder Doa, sei gegrüßt. Was gab's zum Ampfen? Warte, ich lese gleich. Ah, das gibt es nicht. Sehr schlimm. Warte, ich lese gleich. Ich lese gleich, ich lese gleich. Alter. So, halbes Hähnchen, geil.
sorry. So, ich lese es gleich. Ups. Ah, oh, ey. So. Wunderbar. Gequältes Huhn. Ja, ist immer so die Ansichtssache, ne? Ob man da jetzt gequältes Huhn zu sagt. Okay. Devs? Hallo? Ach komm. Die Welt des Kackes wurde nur erlöst. Ist so. Darf ich den ganzen Kack jetzt wieder neu machen, weißt du? Das ist scheiße. Aber hey, man hat mir ja gesagt, bis zum physischen Release ist das alles gefixt. Ach, fuck it! So.
Let's dance with the unicorn. Ja, die Welt ist kacke. Das andere Hähnchen musste erlöst werden. Ist einfach so. Oh, hast du keine gekriegt? Tut mir aber leid. So, wohin? Hey, ich hab's doch getroffen. So, sorry, wenn ich mich jetzt ein bisschen konzentriere, Fellows. Ich hab keinen Bock, dass das wieder in so ein Desaster endet wie eben. So. Let's go. Und let's fetch.
Kopf. So. Gucken wir mal. Bam! Two-Cycle! Lava, du hast es geschafft. Du hast mich gerettet. Dich selbst. Danke, Gory. Sie waren nie hier, Gory. Aber sie sind immer bei dir. Genau wie ich. Außer du lässt mich irgendwo fallen, schätze ich. Jetzt nutzt den Eyeporter und weg hier. Nur wenn du diesen Ort verlässt, wird das Virus endgültig aufgehalten. Diese Katze ist schon mega creepy. Aber okay. Nice Sache. Aber ist schon echt geil gemacht. Eieiei. Im ganzen Chaos nach dem Laser floh die Professorin selbst von der Gefängnisinsel. Chip sucht momentan nach ihr. Gehen wir rüber und schauen, ob er sie gefunden hat. Bald sind wir wieder eine Familie, Gory. Das ist schon eine geile Story. So. Das wird sich als nützlich erweisen. Mein persönlicher Favorit. Grinden soll mehr geben. Bitte komm wieder. Okay. Dann gucken wir doch mal, was wir da noch drin haben. So, wie lang hält denn mein Akku hier noch? Ich würde mal sagen, bis halb machen wir noch. Oder... Wir gucken mal gerade was. Den habe ich schon geholt, den habe ich schon geholt. Den habe ich jetzt geholt. Wir gucken jetzt einfach mal, weil wenn ich jetzt sehe, von wegen... Wenn ich jetzt sehe, das ist das letzte Level, dann gibt es das morgen. Ja. Das ist das letzte Level. Ja, gut, Leute, dann würde ich sagen, war es das für heute. Und wir sehen uns morgen auch wieder gegen 11 Uhr.
Und ja. War auf jeden Fall wieder cool mit euch. Haltet die Ohren steif. Macht es gut. Wir sehen uns morgen wieder zur selben Zeit mit Gory Cuddly Carnage. Ja, wirklich morgen. Also haltet die Ohren steif und macht's gut.